Halli und hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich hier zurück bei RimWorld. Ja, wir sind hier mitten in der Nacht. Wir können direkt mal, glaube ich, vorspulen. Ja. Weil alle schlafen und es jetzt nicht so interessant ist, denen hier beim Schlafen zuzuschauen. Gut, mal gucken, was jetzt kommt, was jetzt so passiert. Ich würde hier fast dazu neigen, einmal so eine Wand drum zu bauen, dass wir hier so ein Lager haben. Aber da müssen wir noch ein bisschen Vorräte sammeln. Zuvor. Ach genau, wir haben in der letzten Folge doch versucht, hier die Dromedare zum Zähmen. Also gezähmt zu kriegen. Da kann ich mich dran erinnern. Ich denke, wir sollten diese Schlackenbrocken hier holen. Nein, das brauchen wir nicht. Nur die Schlackebrocken interessieren mich. Denn da können wir dann bald Metall draus herstellen. Tiere sind hier irgendwie immer noch nicht auf diesem Planeten vorhanden. Hier gibt es einen Leguan. Der wird uns ein ganz kleines bisschen Fleisch geben. Und die Sulle versucht jetzt hier einen von den Dromedaren zu zähmen. Aber leider sind unsere Kolonisten alle nicht besonders gut in Tierpflege. Das heißt, unsere Chancen sind nicht so riesig. Und falls es fehlschlägt und die aggressiv werden, dann ist die Sulle eventuell sogar tot. Weil, ob sie da Hilfe bekommt. Tatsächlich! Sulle hat erfolgreich einen Dromedar gezähmt. Und ich sag hier noch so, ja, die Chancen sind gering und bla bla. Geil. Und direkt haben wir eins. Ja, das finde ich richtig nice. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt wird es interessant. Jetzt können wir mal gucken. Haben wir denn hier... Ne, wir haben zwei weibliche Dromedare. Und der wäre männlich. Das heißt, wenn wir den auch noch gezähmt bekommen, dann könnten wir tatsächlich hier Dromedare züchten. Das wäre ja richtig cool. Zähmung fehlgeschlagen, 10% Chance. Ja, mal weiter probieren. Einfach weiter probieren, hilft ja nichts. Wir brauchen mehr Tierschlafplätze, glaube ich. Für das andere Dromedar noch. Diese sollten hier unbedingt raus aus der, aus dem Gebäude. Bereit zum Ernten? Aber warum erntet es denn keiner? Wenn das bereit zum Ernten ist? Hier wird noch fleißig Metall abgebaut, bevor es dann bald keins mehr gibt. Wir müssen sehr sparsam mit dem Metall umgehen, hier in dieser Map. Wir müssen hier irgendwie mit allem sparsam umgehen. Hier gab es ja von Anfang an so gut wie nichts. Kalksteintür. So, ich denke, wir sollten dann auch wieder Kalkstein herstellen. Anstelle von Sandstein, weil hier unten noch nicht fertig gebaut ist.
Der Dark Eye ist ja endlich mal in einem Raum drin. So gesehen. Er bräuchte dann eventuell vielleicht noch irgendwas, was wärmt. Irgendwie eine Heizung oder so. Wir können mal in die Produktion gehen und gucken, was wir hier Neues herstellen können. Mechanikwerkbank. Das haben wir ja schon. Schmiedefeuer haben wir jetzt gebaut. Mechanikwerkbank. Ich würde sagen, machen wir einfach wirklich hier so eine Werkstatt draus. Wir könnten das jetzt auch so umdrehen, ne? Dann würde der Schrank auch wieder dazu zählen. Ja, hier gibt es noch Gräber. Kommode. Macht die nahestehenden Betten ein wenig gemütlicher. Mehrere Kommoden nahe dem gleichen Bett haben keinen Effekt. Okay. Die sind ja auch neu, glaube ich. Also was heißt neu? Nicht so ganz neu, aber etwas neuer. Gucken wir mal, wie wir die hinbauen. So vielleicht, würde ich sagen. Wenn das explodiert, geht es halt gleich kaputt. Ich will irgendwie nicht, dass es gleich kaputt geht. Hier ist es eh ziemlich eng. Die lassen wir vielleicht mal einfach noch weg. Kann dann keiner mehr rein, ne? Ja, weiß ich auch nicht, wie wir das am besten bauen. Ich glaube, hier gibt es da keine großartige andere Wahl. Soll ja schon rein, aber hier, glaube ich, geht es gar nicht. Braucht halt viel Holz, aber wir bekommen ja demnächst Holz, weil wir ja hier bald unsere Bäume auch ernten können. Nate, ich möchte, dass du mal ganz kurz die Schmiede mit Feuer befüllst, damit die auch mit Holz befüllst, damit die auch funktioniert. Und dann kannst du weitermachen. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen. Jetzt habe ich es ein bisschen zu früh abgebrochen. Kannst du das ja machen. Verstehe ich jetzt nicht, warum er jetzt da neues Holz nimmt, statt das da. Aber gut. Kann man erstmal nichts weitermachen? Fünf Mahlzeiten sind vorhanden. Diverses Vergnügen. Schachtisch. Wir könnten ja eigentlich auch versuchen, einen Schachtisch zu bauen. Ich denke, dann bräuchten wir auch noch zwei Stühle wieder. So. Eine Anbauzone. Ich glaube, wir brauchen eine neue Anbauzone. Und ich hätte da gerne Baumwolle. Baumwolle haben wir, glaube ich, noch nirgendwo angepflanzt. Das Sam ist am Putzen. Putzt draußen so die Steine, ist auch geil. Die sind ein bisschen hässlich. Sollten wir da wegschaffen.
können natürlich auch nicht das wegschaffen, wenn unsere... Wenn unsere Zone, Abfallzone, hier nicht groß genug ist. Vergrößern die einfach mal. Sieht's denn eigentlich mit der Zähmung des letzten, zweiten, dritten Dromedars aus? Ist noch nicht so vollständig. Bedürfnisse. Dem geht's jedenfalls ganz gut. Sozial. Sam versuchte mich zu zähmen. Dromedar hat das Angebot abgelehnt. Naja, wir haben ja noch die Chance. Kann ja noch werden. Hier können wir ein bisschen Bauteile abbauen. Mal sehen, was wir noch so finden. Hier ist irgendwas auf jeden Fall. Das ist noch zum Abbauen. So, und ich glaube, das hier auch noch. Genau. Ja, vielleicht ein bisschen erstmal weniger. Wer weiß, ob sich das hier auch lohnt. So, die Nacht können wir dann vorspulen wieder. Läuft ja alles noch ganz friedlich hier. Zusammenbruchrisiko leicht. Wieso, warum, weshalb? Nate, was stört dich? Was können wir denn jetzt hier eventuell eigentlich machen? Stelle Taschenmesser her, stelle Messer her, stelle Kurzbogen her. Zusammenbruch schwer. Wieso, weshalb, warum? Wir können ja mal ein Messer herstellen. Bedürfnis. Okay, irgendwie... Er muss sich einfach nur mal ein bisschen ausruhen. Ein bisschen für seine Erholung sorgen. Dann wird er schon wieder. Karawane. Sklavenhändler. Das ist interessant. Die kommen hier anscheinend jetzt vorbei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, 0,05, das ist gar nicht mal so übel, wie sich das auswirkt. Unser Husky ist hier gut am Arbeiten. Ich würde sagen, hier, die schaffen wir auch mal noch weg. Versuchen hier alles ein bisschen wegzuschaffen, was da so in der Nähe ist. Das verbieten wir mal. Ein bisschen Vorräte sollte man schon haben. Ja, dass der Trommel da natürlich da unsere Nahrung ist, ist nicht so ideal. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht, was man dagegen tun kann. Eigentlich sollen die ja irgendwie Trockenfutter essen oder so. Kann man nicht hier auch Trockenfutter herstellen? Irgendwie nicht.
produziere Trockenfutter. Details. Benötigt ein Nahrung, Materialien, ein Nahrung. Ah, okay. Ja, mach doch mal 25 hier. Rohes Essen? Nee, aus Fleisch wollen wir kein Trockenfutter machen. Eigentlich nur aus Heu, ne? Wir wollen eigentlich nur aus Heu hier Trockenfutter machen. Aber wahrscheinlich braucht man Fleisch auch. Na, wir gucken mal. Kann ich schlachten, kein Material? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, wir könnten da mal hier... Wie ist denn die Sulle? Ist die in der Nähe? Ja, die spielt da rum. Ich würde ja mal gerne wissen, was sie im Angebot haben. Ich wäre mal rein Interesse halber. Ich weiß ja nicht, ob wir uns da überhaupt was leisten können. Ich glaube es ja eher nicht im Moment. Man hat die wieder mit ihrem Asthma wahrscheinlich. So, das hat ein bisschen geladen. Wir könnten Pemmikan... haben. Das wäre aber auch das Einzige. Ich denke, das sind Sklavenhändler. Aber die haben gar keine Sklaven dabei irgendwie. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wir könnten Pemmikan verkaufen. Und wir könnten natürlich auch eins von den Dromedaren verkaufen, aber das will ich irgendwie nicht so gerne gerade. So, noch nicht. Nee, Tiere sind mir zu wertvoll hier. Aber wir verkaufen unser Pemmikan. Haben wir dann etwas Silber bekommen. Und wieder ein bisschen Platz im Lager. Irgendwie müsste man das hinkriegen, Trockenfutter herzustellen. Ich glaube... Ich glaube, wir erlauben das einfach mal alles. Hauptsache, das wird dann hergestellt. Wahrscheinlich braucht man einfach mehr Fleisch. Und wir haben leider nicht so viel, dass wir dann Trockenfutter herstellen könnten. Es sind keine Tiere da. Wir können doch keine Tiere jagen, wenn da keine sind. Und das Dromedar können wir nicht jagen, weil wir es brauchen. Das ist schon traurig. Chancenlos. Keine einzige lebendige Made. Nichts. Hier ist was. Riesenskarabäus. Der wird bestimmt angreifen, wenn wir ihn jagen. Da bin ich mir schon jetzt sicher.
Aber es ist ja irgendwie auch das einzigste Tier. Dromedarleder 19. Wo haben wir das jetzt herbekommen? Oh, 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 oh. Feuer. Elektrische Leitung. Fehler in der elektrischen Leitung. Ah, die Lukas und Laura geht schon löschen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Dann müssen wir halt... Hätte schlimmer sein können. Wir hätten auch vielleicht einen Kolonisten treffen können. Es gab keine Verletzten. Kein Dach. Wo haben wir denn kein Dach? Außen. Das könnte hier vielleicht noch interessant werden. Meine lieben Freunde, ich verabschiede mich hier mit diesem wunderbaren Bild, wie der Dark Eye den Scarabeus jagt und nicht trifft und doch trifft. Auf jeden Fall ist unsere Aufnahmezeit um und ich sage euch hier einmal Tschüss und Bye Bye und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie der Dark Eye hier mit dem Scarabeus, wie das ausgeht. Ich sage euch einfach mal, habt viel Spaß auf YouTube, eure Kalugia.